Everything you touch and you got me like, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Vlog und zwar zu Gamescom Tag 2. Und ja, gestern war echt schon mega der krasse Tag und ich bin gespannt, wie es heute wird. Und heute kommen ja nochmal mehr von meinen Leuten und ich sehe die von gestern wieder. Und ja, ich weiß auch noch nicht genau, was ich heute großartig machen werde, weil ja, gestern war ja die Gamigo Party. Heute Abend werde ich da wahrscheinlich gar nichts machen. Ich bin mir nicht sicher, also nichts Besonderes. Leute, mein Auge ist voll rot hier. Das nervt mich voll, weil ich ja gleich Bilder machen muss und nicht aussehen will wie der größte Dulli. Nee, das sieht eigentlich absolut krass aus. Und gestern beim Abschluss von meinem Vlog sieht das so aus, als wäre ich, keine Ahnung, komplett zugedröhnt, weil meine Augen absolut lost aussahen. Oh nein, meine Augen sind einfach nur empfindlich und ich glaube, das ist einfach eine Wimperntusche oder was weiß ich. Aber da ist eh immer eine rote Stelle, aber auf jeden Fall, nein, ich habe keine Drogen zu mir genommen. Ich sehe schon die Kommentare beim ersten Vlog, aber egal. Ja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt fertig gemacht. Ich habe schon gefrühstückt und ich kann euch gleich noch das Hotel zeigen, das Zimmer. Und dann mache ich mich auch schon auf dem Weg zur Gamescom, beziehungsweise erst zur Apotheke und hole mal Augentropfen. In der Hoffnung, dass es noch ein bisschen was wirkt. Ach ja, und meine Speicherkarte ist kaputt. Jetzt muss ich die hier nehmen. Ich hoffe, das reicht voll aus. Und zur Not muss ich halt die kaputte nehmen und hoffe einfach, dass es jetzt geht und dass es nur ausnahmsweise ein Fehler war. Ich hatte ja gestern alle Dateien gelöscht, aber ich hatte die zum Glück schon auf dem Laptop gesichert gehabt. Sonst hätte ich gleich geheult. So Leute, wie ihr wisst, bin ich ja immer in Leverkusen im Hotel und jedes Jahr im selben Hotel. Ich wollte euch mal eine kurze Roomtour geben, weil das auch immer sehr viel interessiert. Und zwar, ja, ist hier einfach der Eingang. Dann haben wir hier das erste Badezimmer. Ich habe gerade erst wieder gesehen, dass hier eine Badewanne drin ist. Und ich finde das Hotel eigentlich echt mega cool, weil das alles auch sehr schön sauber ist. Ja, wie ihr wisst, bin ich immer mit meinen Eltern in Leverkusen. Deswegen hier ist deren Zimmer. Ich weiß nicht, inwiefern ich das zeigen darf, deswegen zeige ich da mal nur so kurz rein. Das ist mein Zimmer, also ja, das Wohnzimmer, und ich schlafe halt immer auf dieser Couch. Bett ist auf jeden Fall gemacht. Ja, keine Ahnung, Fernseher, schon wieder ein riesiger Spiegel, der ist auch mega nice. Dann haben wir, Moment, hier auch noch mein Badezimmer und das ist meins. Hier bin ich eigentlich immer und ja. Leute, ich bin jetzt in Köln angekommen und ja, jetzt laufe ich gerade zum Nordeingang, weil es glaube ich schneller geht als Südeingang, da brauche ich natürlich die ganzen Hallen. Und dann gehe ich wie immer hinter Halle 8. Es ist so warm, ich kann nicht mehr. Geklaut. Brian, möchtest du etwas für kurz einem Sarah sagen? Ich habe die Kamera. Hi Sarah, ja, also ganz kurz gesagt, hier ist blaue Haare und der grüßt ihn aus. Tschüss. So, alles klar, wir sind wieder da. Wir geben jetzt Sarah ihre Kamera wieder und dann ist alles ganz gechillt. So Leute, wir sind jetzt auf der Gamescom. Janni, vielleicht kennt ihr noch mehr, weil ich habe einmal gerade so ein Video aufgenommen. Ja. Auf einem. Richtig lange her. Hey. Okay, tut mir leid, das ist Melody. Ja, also es ist meine Ehre, auf jeden Fall hier zu sein auf dem Kanal. Ich muss einfach mal sagen, es ist sehr bedauerlich, dass Max nicht da ist. Es wäre ganz cool, so können wir hier abchillen. Ja, ist echt so. Okay, Leute, haben wir jetzt endlich Luca mal getroffen. Verena ist auch da. Juli. Okay, Verena hat angepasst, weil ich sie nicht mehr drauf haben wollte. Da hinten ist noch Alpha Kevin, der Boss. Genau. Touch AF, absolut. Oh, Trio! Ah, hallo Sarah, wie geht's dir? Alles klar bei dir heute? Ja? Nee. Guck mal, jetzt machen wir Vlog im Vlog, Alter. Hallo! Hier ist wieder Bio-Verbot. Und ja. Ja, immer bei der Sarah, ne? Bald kommt der Heiratsantrag. Ja, heute ist schon. Ach so. Wobei ich sie noch nicht. Aber gleich. Oh. Ah, okay. Okay, wen schlage ich jetzt zuerst? Ich kann auch auf dein Niveau hochkommen. Okay, Leute, das ist so anstrengend. Abonniert Sarah. Abonniert Leo. Like sein Video. Und like Bananis Videos. Aktiviert von
Und hola! Oh nein! Marus ist auch da. Das war gerade der nachdenkliche Blick. Oh mein Gott. Bist du jetzt glücklich? Nee, nur wenn es Felsen gewesen wäre. Das ist so schmutzig. Du bist schmutzig. Ich bin jetzt gerade hier mit Brian. Moin Leute! Rezo bin ich. Ja, stimmt, er ist ja blaue Haare, weil er eine Wette verloren hat. Auf jeden Fall haben wir auf Instagram nach Fragen gefragt und wir machen jetzt Q&A, weil wir es letztes Jahr schon machen wollten. Wir haben eins gedreht, aber es war absolut weird. Ja, die Audio war nicht so nice. Deswegen müssen wir es dieses Jahr wiederholen und ja, ich freue mich schon. So Leute, wir haben jetzt das Video fertig aufgenommen. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Brian hat fast geweint. Ich bin fast gestorben. Ja. Sie hat mich so, also das Video anschauen. Ich bin komplett kaputt. Ich wollte schon sagen, nicht ausplaudern hier, ne? Entschuldigung. Ja, wir gehen gleich auf jeden Fall wieder zurück und chillen noch kurz auf der Messe oder so. Und ja. Leute, abonniert doch einfach mal den Kanal. Das ist so wichtig heutzutage. Gebt mal einen Daumen nach oben. Das ist toll. Ja, auf jeden Fall suchen wir gerade ein Restaurant oder so, weil wir Hunger haben. Wir sind so absolut tot. Ich glaube, das ist der schlimmste Gamescom-Tag immer, weil ich nie so fertig war. Die letzten Jahre ging es immer voll fit, war ein bisschen kaputt, aber nicht so. Ich wäre am liebsten nicht mehr vom Gelände runtergegangen, weil ich so fertig war. Lukas genauso, wenigstens fühle ich mich nicht so alleine. Ja. Verena, wie geht's dir? Alles gut. Ich musste das jetzt sehen. Ich hatte einen Stempel. Die laufen 5 Mal. So Leute, nach 10.000 Jahren warten ist unsere Pizza auch mal da. Ja moin. Aha, was mit? Die Junge hier auch mal. Aha. So Leute, ich bin jetzt wieder im Hotel angekommen und ich sehe irgendwie wieder komplett zugedröhnt aus, obwohl ich nichts genommen habe. Ich weiß nicht, irgendwie meine Augen, also das Auge ist ja sowieso immer empfindlich und keine Ahnung, wenn es zu spät wird, ist das anscheinend auch irgendwie
keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall nein, ich habe keine Drogen genommen oder so. Junge, ich sehe schon die Kommentare vor mir, auch so gestern, als ich so den Abschluss gedreht habe, da dachte ich auch so, ach du Scheiße, was ist das? Auf jeden Fall war, ich dachte so, okay, den Tag gestern zu toppen, das wird echt schwer, aber heute war eigentlich auch wieder voll der geile Tag. Ich habe wieder richtig coole Leute getroffen und ja, war einfach eine mega coole Zeit. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, schaut euch auf jeden Fall auch noch die ganzen anderen Vlogs an, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.